Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich wieder mal auf dem gelben Sofa zum Lass mal schnacken. Heute haben wir einen Sportfunktionär aus Kiel eingeladen und ich freue mich, dass er auch heute bei mir auf der Couch sitzt. Ich begrüße ihn ganz herzlich, Heinz Jakobsen. Ja, Heinz. Schönen guten Tag, Gerd. Grüße Sie ganz herzlich, freue mich, dass du da bist. Ja, freue mich auch. Ja, schön, dass Sie die Zeit genommen. Trotz des schönen Wetters hast du gedacht, oh Gott, gehen wir da mal hin. Lass ja, das ist doch eigentlich auch mal ganz interessant, finde ich, dass man vielleicht auch mal hier vor so einer Kulisse mal so ein bisschen aus seinem sportlichen Leben was erzählen kann. Genau, das ist eigentlich ja auch der Grund, den ich immer habe, auch mit meinen anderen Gästen, dass man mal so einen Rückblick macht und nicht so nach vorne schaut, wie die meisten Sendungen ja sind in diesem Bereich, da wird nach vorne geschaut und nicht zurück. Das ist ja immer so ein halber Lebenslauf. Dann fangen wir auch da gleich mal mit an, Heinz. Du bist am 26.09. in 1940 in Kiel geboren. So ist es. Das war Kriegszeit. Ja. Kannst du dich da vielleicht noch so ein bisschen an einiges erinnern? Ja, also ganz wenige Momente sind hängen geblieben. Ich weiß immer, wenn die Sirenen heulten, dass wir in den Bunker mussten. Ja. Und ich habe ja noch zwei Geschwister, die dann noch kleiner waren und mit dem Kinderwagen dann immer im Galopp zum Bunker. Das war immer eine ganz aufregende Situation, obwohl wir als Kinder das wahrscheinlich nicht so gefährlich eingeschätzt haben, wie meine Mutter, die dann viel damit zu tun hatte. Mein Vater, der war auf dem Marinearsenal beschäftigt und war also ständig im Einsatz, sodass meine Mutter mit uns dann in diesen Phasen immer alleine war. Ja, an die Sirenen kann ich mich auch noch als Einziges erinnern. Und ich weiß noch, dass ich bin in der Pestalozzi-Straße geboren. Wir haben uns direkt vor der Tür eine Nebeltonne. Also das weiß ich noch wie heute. Aber sonst, aber es war auch ganz gut so. Ja, ja. Nein? Heinz, wie alt warst du, wie du in einen Sportverein eingetreten bist? Und in welchen? Das ist also auch interessant. Ja, ich bin mit 8 Jahren in den Fußballclub, den SV Ellerbeck, eingetreten. Und hatte die wahnwitzige Idee, im Tor zu stehen, als 8-jähriger Porks. Und damals gab es ja noch nicht die kleinen Tore, wie sie heute für die Minis ja vorhanden sind. Und ich stand dann in so einem riesigen Tor. Und wenn die Bälle geflogen kamen, habe ich immer nur hinter mich geguckt. Und nachdem wir die ersten 3 Spiele, ich glaube, mit 8 oder 10 Toren verloren hatten, bin ich nach Hause gegangen, habe gesagt, das mache ich nicht mehr, da stelle ich mich nicht mehr ins Tor. Und dann bin ich zum Wellingdorfer Turnverein gegangen, das ist ja der Nachbarverein. Da bin ich dann mit 10 Jahren eingetreten. Ja, aber dann hast du nicht mehr Fußball gespielt. Nee, dort habe ich also zunächst mal ein bisschen geturnt. Ja. Da gab es ja noch keine großen Hallen. Da haben wir im Wellingdorfer Gymnasium auf dem Flur, waren also Kästen, Barren aufgebaut und da haben wir dann geturnt. Da war ich auch dabei. Und war mit 10 Jahren schon Vorturner, war ganz stolz. Aber irgendwann hat mich das dann auch nicht mehr zufriedengestellt. Und dann bin ich übergetreten zum Handball. In die Handballsparte eingetreten, ja. Und von da an nahm das Handballschicksal dann seinen Lauf. Ein Lauf. Und was hast du da, wie du Handball gespielt hast, für eine Position gehabt? Oder ja, ich habe im Großfeld im Tor gestanden und habe auch mal links außen gespielt. Am Großfeld war so meine Spezialität. Bogenlampen. Ja. Wir haben das im Großfeld bis zur Bezirksliga gebracht und da habe ich Großfeld gespielt. Und als es später in der Halle losging, war ich dann Mittelspieler hinten. Ja. Auch eine sehr große Herausforderung für mich, aber hat mir viel Spaß gemacht. Und da haben wir dann auch in der Halle in der Bezirksliga mitgemischt. Oh, aha. Aber das war, wie das in der Halle anfing, warst du aber schon, doch, hattest schon gewisse Ja, Alter da rein, war ich 17, 18 Jahre alt. Also, älter war ich dann noch nicht. Ich weiß noch genau, wir haben 1957 in der Ostseehalle gespielt. Ja. Da waren noch solche Asphaltplatten, auf denen wir gespielt haben. Da gab es keinen vernünftigen Hallenboden. Ja. Und das war also, eine ganz tolle Erfahrung. Da hat ja dann schließlich auch der THW um die Meisterschaften gespielt. Und dass wir da vom Kreis-Hamper-Verband aus unsere Punktspiele gemacht haben damals, war ganz toll, war ein tolles Erlebnis. Ja, das glaube ich. Die Osterhalle, das war für alle ein Erlebnis. Das ist wahr, ja. Das war schon eine tolle Zeit, denke ich auch mal. Ne? Mhm.
Heinz, nach deiner Schulzeit hast du eine Lehre begonnen, und zwar als Terrazzo-Leger. Warum und weswegen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber das hatte ja auch einen besonderen Grund, nicht? Ja, also ich habe eine Lehre begonnen als Terrazzo- und Fliesenleger mit dem Hintergrund, mein Onkel hatte ein großes Baugeschäft, hat keine Kinder gehabt, das war mein Patenonkel. Und die Planung sah vor, dass ich diese Firma mal übernehmen sollte. Und dafür musste ich diese Lehre machen und sollte das und wollte das auch mit der Meisterprüfung abschließen. Aber als ich ausgelernt hatte, ging die Firma pleite. Und nun war also Insolvenzverfahren und die Zukunft des Baugeschäftes war völlig ungewiss. Und da habe ich noch ein Jahr als Geselle gearbeitet und bin aber dann ausgestiegen und bin dann 61 in die Bundeswehrverwaltung eingestiegen als Verwaltungsbeamter. Aber der Hintergrund war eben, dass die Firma praktisch hier in Insolvenz ging und damit sich die Planung, die Firma zu übernehmen, was sicherlich eine tolle Geschichte gewesen wäre, zerplatzte. Das war ja schade. Aber in der Zeit war doch eigentlich der Bauboom sehr groß noch, 60, ne? Ja, aber das war dann sicherlich so, da waren Auftraggeber, die haben dann ihre Rechnungen nicht bezahlt, sind dann auch zum Teil pleite gegangen, sodass die Firma ins Schlingern kam. Ich habe das im Einzelnen dann auch nicht mehr mitverfolgt. Ich war damals noch Lehrling und das lief dann auch an mir ein bisschen vorbei, aber es ging dann halt nicht mehr. Ja, eigentlich schade, ne? So Ja, eine gut. Und dann bin ich in Zukunft. die Bundeswehrverwaltung gegangen. Aber wenn ich diesen anderen Weg gegangen wäre, dann wäre diese sportliche Situation eine völlig andere gewesen. Dann hätte ich ganz bestimmt nicht mehr als Sportfunktionär in der Form tätig sein können, wie ich das dann hinterher war. Das hat alles Vielleicht. seine Vor- und Nachteile, Wollte ich das muss man sagen. so Vielleicht war es sehen. ganz gut so. Ja. Nicht denn mit dem, was du in deinem Leben gemacht hast, bist du ja auch glücklich gewesen. Da bin ich auch sehr zufrieden mit, Ja. ja, das kann ich In dem sagen. ersten Verein, wo du gewesen bist, hast du ja nicht nur Sport getrieben, sondern auch schon, man hat gemerkt, das ist ein Macher, dem werden wir ja mal so ein paar Dinge jetzt, Funktionen anbieten. Und welche waren das am Ja, Anfang? ich bin angefangen 1965, 64. Ja, ich muss jetzt kurz überlegen. Nee, 1958 wurde ich Jugendhampelobmann im Verein mit 18 Jahren. Und das habe ich 4 oder 5 Jahre gemacht. Und dann wurde ich Handballabteilungsleiter. Und in dieser Funktion habe ich dann von 1967 bis 1976 das größte Jugendhandballturnier Europas veranstaltet, weil der Wettingen-Lower Turnverein, mein Stammverein, 1967 seinen 75. Geburtstag gefeiert hat und da wollten wir irgendwas Besonderes machen. Vorher hatte die FC Vorwärts dieses große Jugendhandballturnier und die haben das in dem Jahr nicht mehr durchgeführt, weil damals der Verantwortliche zur Bundeswehr ging und sie hatten keinen Organisator. Und ich habe mir dann diese Adressenkartei der Vereine geben lassen, die dort immer alle waren. Und habe dann dieses Turnier, wollte das eigentlich nur ein Jahr machen. Das war dann so großer Erfolg, dann sind da 10 Jahre draus geworden. Ein Turnier mit Vereinen aus 5, 6 Nationen. Da war unter anderem auch 2 Mannschaften aus Prag im Prager Frühling in dem Jahr dabei. Und wir haben das in Bellingdorf auf dem oberen und unteren Ratsritter, also auf dem Fußballplatz und dem Handballplatz, auf 12 Kleinfeldspielfeldern an einem Wochenende durchgezogen. Das war eine Riesenveranstaltung. Und durch dieses Turnier bin ich dann sicher auch über den Verein hinaus bekannt geworden, habe mir einen Namen gemacht mit diesem Turnier. Das glaube ich gerne. Das ist toll. Wir wissen ja, so Macher, die sind ja immer, da gibt es ja nicht so viele von, ne? Ja, Das und wissen wir ja nun. als ich dann 76 aufhörte, weil ich das zeitlich nicht mehr konnte, wurde das wieder eingestellt. Es war sehr schade. Es war ein ganz tolles Turnier. Ich habe heute noch Kontakte zu Vereinsvertretern aus Dänemark, Schweden, aus den Niederlanden, die damals bei diesem Turnier waren und immer wieder sagen: Mensch, das war so eine tolle Tolle Geschichte. Sache, Warum ist das nicht fortgeführt worden? ja. Ja, und Naja, so ist das eben so dann. läuft das. Ja. Aber parallel warst du auch im Kreishandballverband Ja, schon im da, nicht? Kreishandballverband bin ich 1968 angefangen als Rechtswart
und habe dann von 1970 bis 1974 den Spielwart gemacht im Kreis Kiel und war verantwortlich für die Ansetzung in 4, 5 verschiedenen Hallen hier in Kiel, die es damals schon gab. Das war ein ganz schwieriges Problem, weil man zu dem Zeitpunkt noch keine Computerprogramme hatte, wo man das machte, sondern alles so handschriftlich und auch hier mit ganz normalen Ansetzungsmöglichkeiten, mit Formeln, die man sich selbst zurechtgelegt hatte. Das war ja hochinteressant, aber auch sehr kompliziert. Ja, Das glaube ich habe ich bis gerne. 74 gemacht. Und dann gingst du zum Schleswig-Holsteinischen Zum Handballverband. Landeshandballverband. Ja, da war ich von 1974 bis 84 als Landesspielwart und von 1984 bis 96 erster Vorsitzender. Also auch eine lange Zeit, wo ich da gewesen bin. Aber parallel dazu bin ich ja auch dann 1974 zum DHB gegangen. Und wie ich schon sagte, durch dieses große Jugendhandballturnier, aber auch durch meine Tätigkeit als Landesspielwart im Landeshandballverband wurde dann der DHB auf mich aufmerksam und da bin ich 1974 auch zum Deutschen Handballbund gegangen und war dort Spielwart, Männerspielwart bis 1980. Das war eine sehr turbulente Phase. Es war so, dass unsere Nationalmannschaft gerade 73 oder Anfang 74 täuschte bei der Weltmeisterschaft in der DDR. Damals war noch hier Hotti Kessler Bundestrainer. Und als ich dann 74 kam, wollte ich also unbedingt einen neuen Trainer haben, und zwar Vlado Stenzel. Und habe mich dann da auch sehr drum bemüht. Ich habe ihn 72 kennengelernt bei den Olympischen Spielen in München. Und da ist er ja souverän, damals noch mit Jugoslawien, Olympiasieger geworden. Und er ist ja dann hinterher nach Deutschland gegangen, war, glaube bei Phoenix Essen ist er Trainer gewesen. Und ich wollte ihn unbedingt haben für die Nationalmannschaft. Und auch gegen den Widerstand mancher im Deutschen Handballbund, auch meines damaligen Präsidenten Bernhard Thiele, habe ich es aber dann doch geschafft, dass Stenzel als Bundestrainer verpflichtet wurde. Und ja, dann haben wir ja eine aufregende Qualifikationsphase vor uns gehabt gegen die DDR mit dem Spiel hier in München in der Olympiade. Da ging es ja um die Qualifikation für Montreal. Und das Rückspiel in der DDR endete ja dann damit, dass Manfred Hofmann mit seinem sogenannten goldenen Knien 7 Meter von Engel hielt und wir uns damit qualifiziert hatten für Montreal zu den Olympischen Spielen. Das war mein erstes großes Erlebnis Das glaube ich in gerne. Montreal, im olympischen Dorf wohnen und dann eben auch sportlich noch sehr erfolgreich. Wir haben um den dritten Platz gegen Polen in der Verlängerung mit einem Tor verloren, aber das war ein ganz tolles Erlebnis. Das glaube ich Und der gerne. Gipfel war natürlich dann 78, die Erringung der Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Wir waren ja eigentlich Außenseiter. Das war noch mit Schnitzel, ne? Das war mit Stenzel, ja. Bis 80 bin ich ja beim DRB geblieben, bis 1980. Und 1980 habe ich dann mich aus dem DRB Kommen wir verabschiedet. gleich zu. Ja, Kommen wir gleich okay. zu. Nochmal zu der anderen. Dann bist du ja praktisch derjenige, der die WM oder den Gewinn der WM eingeleitet hast. Damit, dass du eben Vlado Stenzel gegen alle möglichen Personen doch einstellen konntest und damit auch Erfolg gehabt hat, war für dich wahrscheinlich auch so Ja, eine eine tolle Sache. Bestätigung natürlich auch, dass ich da damals richtig gekämpft habe für diese Verpflichtung und dass das dann auch ja nun eine richtige, gute Entscheidung war. Also das konnte keiner voraussehen oder erwarten, dass wir 78 Weltmeister wurden. Das war eine kleine Sensation, aber das ist eindeutig letztendlich Stenzels Verdienst gewesen. Er hat also da eine tolle Mannschaft zusammengestellt. Ich habe ihm sicherlich immer ein bisschen zur Seite gestanden, habe ihn auch den Rücken freigehalten. Er war ja nicht immer einfach und manche haben immer nur darauf gewartet, dass sie draufhauen konnten. Und ich habe ihm da
eigentlich bis zum Schluss, solange ich da war, den Rücken freigehalten. Ja. Und von daher habe ich meinen kleinen Teil, glaube ich, auch dazu Ja. beigetragen, Aber dass wir noch dann sehr erfolgreicher Teil, 78 nicht? diese Weltmeisterschaft Tolle Sache. geschafft haben. Ich war Ansprechpartner für die Ja, Spieler ja, immer ja. und war immer so ein bisschen auch zum Vermitteln da zwischen Ja. Mannschaft und Stenzel, Ja. weil das da häufig auch sehr kontrovers Ja, zuging. das Und glaube ich. insofern waren die Spieler immer froh und dankbar, wenn sie dann eben auch mal sich bei mir ihr Herz mal ausschütten Ja. konnten. Und es war eine sehr schöne Zeit, Das also, glaube ich und auch gerne, sehr ja. erfolgreich. Ja, Ne? das glaube ich gerne. 1980 bist du dann weggegangen vom DHB und bist zum THW gegangen. Ja. War Stenzel da noch Ja, Trainer, Stenzel oder? war noch Trainer 1980, als ich ging. Ja. Ich bin aber gegangen, weil es Spannungen gab zwischen Stenzel und mir. Oh. Ganz einfach, ihm glaube ich, ist der Erfolg damals so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Er wollte hinterher nun auch sich selbst unbedingt vermarkten und wir hatten Aha, Probleme. Er ist dann zu Terminen, wo wir mit der Nationalmannschaft unterwegs waren, zu Autogrammstunden gegangen, zu ja. anderen Dingen Ach und so. es passte nicht mehr zwischen uns beiden. Ich hatte Ja. eine andere Meinung, eine andere Auffassung von so einer Aufgabe, wie er sie hatte und habe Ja. gesagt, das kann ich nicht mehr mitmachen. Und mein damaliger Präsident noch, der eigentlich sowieso dagegen war, Ja. hat dann die Situation genutzt, hat gesagt, also ihr seid zwei erwachsene Männer, vertragt euch und fertig. Wir waren als Gespann damals im DHB-Präsidium, glaube ich, schon viel zu stark, weil wir eigentlich alle unsere Wünsche und Vorstellungen durchsetzen konnten. Ja. Aber wie man dann gesehen hat, zu Recht, sonst wären wir kein Weltmeister geworden. Genau. Aber als 80 das nicht mehr passte, habe ich gesagt, nee, also ich laufe hier nicht hinterher, dann Ja. mache ich das nicht mehr. Viele der alten Nationalspieler haben damals immer noch wieder mich angerufen und mich angeschrieben, gesagt, Mensch, das kannst du nicht machen, du musst bleiben. Ja. Aber ich bin dann eben halt 80 gegangen, weil ich gesagt habe, nee, das kann ich nicht mehr mitmachen. Stenzel ist dann, glaube ich, auch nur noch 2 Jahre geblieben. Ach so. Und er war damals, gab es eine Sendung im WDR bei Henrich Kassow, die Ja. hieß Ich stelle mich. Und da ist Stenzel eingeladen und Ja. ich habe als Überraschungsgast hinterm Vorhang gesessen. Und Ja. da hat der Kassow ihn gefragt, wieso das jetzt plötzlich doch zu solchen Problemen geführt hat, dass er auch bei der Nationalmannschaft nicht mehr die Erfolge hatte. Und da hat er gesagt, sein größter Fehler sei gewesen, dass er sich von Heinz Jakobsen getrennt hätte. Damit konnte ich gar nichts mehr dazu sagen. Hat er Nee. mir im Grunde genommen den Wind aus den Segeln genommen, aber Ja. ich glaube, er hat das ganz zutreffend beschrieben. Ja. Damit war eben auch hier nochmal bestätigt, dass ich doch für ihn ein wichtiger Ja. Partner in der Zeit, wo wir zusammengearbeitet haben, gewesen bin. Aber nun war es eben so und dann bin ich 80 zum Zum THW THW, ja, gut. gegangen. Ja, eine Frage noch, die Aufgaben oder der Aufgabenbereich war ja sehr, sehr groß, auch mit der Nationalmannschaft. War das alles mit deinem Beruf zu vereinen? Ja, also ich hatte einen Dienststellenleiter, der gesagt hat, also wenn Sie Ihren Laden hier im Griff haben Ja. und das läuft, ich keine Probleme bekomme, dann kriegen Sie so weit wie möglich eben auch Freizeit. Ich habe meinen ganzen Jahresurlaub, Sonderurlaub und alles Aha. dafür dann opfern müssen Ja, natürlich. klar. Das war nicht einfach, das war schwierig, Ja, das das muss ich glaube ich schon gerne, sagen. das glaube ich Ich gerne. habe in den Jahren beim DHB kein einziges Jahr Jahresurlaub mit der Ja, Familie machen können. ja. Ich meine, 78 in Montreal gab es neben dem normalen Jahresurlaub auch noch 3 oder 4 Wochen Sonderurlaub für Olympia, Ja. sodass ich das machen konnte. Ja. Aber es war nicht ganz einfach, aber Ja. es hat funktioniert. Das ist ja die Hauptsache. Und das haben wir auch alle mitgekriegt, das haben wir auch gesehen. War ja auch eine wunderbare Sache. Heinz, beim THW, kommen wir da erstmal dazu. Wie du da angefangen bist, hast du gleich Neuverpflichtungen eingehen können und hattest dann ja auch nach kürzester Zeit auch schon die ersten Erfolge. Kannst du uns mal erzählen, welche das waren? Ja, also als ich 1980 beim THW anfing, da war es ja so, wer sich erinnert hat, der THW in den Jahren davor immer gegen den Abstieg gekämpft. Ja. Und als ich 80 kam, habe ich also zunächst mal versucht,
Spieler zu verpflichten, damit wir neue Spieler zu verpflichten, damit wir Verstärkung bekamen. Mhm. Und das ist mir damals dann ja auch gelungen mit Marek Panas, ja. Später mit Vaskiewicz und dann später mit Wieslander, ja. So dass wir uns Zug um Zug verstärkt haben. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit den Trainern, das muss ich schon sagen. Also wir hatten ja zu Anfang hier noch den Milkovic mal dabei. Ja. Wir hatten hier den Gunnarsson, der allerdings eine sehr gute Phase bei uns hatte. Der war sehr erfolgreich mit unserer Mannschaft, ist aber nachher weggegangen zu Tusem Essen, weil er eine neue Herausforderung suchte. Aber wir hatten eben doch, glaube ich, hier eine sehr gute Mannschaft nachher zusammen, so dass wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hatten. Und in diesen Jahren, in denen ich dort Verantwortung hatte, sind wir viermal Vizemeister geworden. Ja. Und als ich beim THW aufgehört habe, in der Saison wurden wir nach 30 Jahren erstmalig wieder deutscher Meister. Ja. Und ich glaube schon, dass das auch für den THW eine sehr gute Zeit war, was ein ganz wesentlicher Punkt war, dass ich hier in dieser Phase eine Ausgliederung der Bundesliga aus dem Verein hier eingeleitet habe. Wir haben ja dann die GmbH gegründet. Und da ich aber noch als Beamter in der Bundeswehr war und das auch nicht aufgeben wollte, musste ein Geschäftsführer her für diese GmbH und da haben wir dann damals Uwe Schwenker für gewonnen, der dann Geschäftsführer war. Und in der Saison, wo er Geschäftsführer wurde und ich noch hier Ligaobmann war, wurden wir dann ja deutscher Meister und damit habe ich dann dort meine Tätigkeit beim THW beendet. Man muss vielleicht sagen, zwischendurch 1993 habe ich kandidiert für den Präsidenten des Deutschen Handballbundes und habe dort mit 2 Stimmen verloren, so dass ich unter Umständen, wenn ich das nicht gemacht hätte, vielleicht noch beim THW länger geblieben wäre. Aber da ich den Plan hatte, zum DHB zu gehen wieder und beim DHB auch viele der Meinung waren, ich sollte diese Aufgabe unbedingt übernehmen, habe ich mich dort dann gestellt. Habe aber dann gegen meinen damaligen Konkurrenten, gegen Steinhauser verloren und war dann eben damit durch. Aber ich habe beim THW ja bis 1994 dann die Geschicke mitgeleitet. Im letzten Jahr mit Uwe Schwenker zusammen, weil er dann schon als Geschäftsführer da war. Und habe aber dann dort 1994 auch aufgehört, weil dann die Verantwortung beim Geschäftsführer liegen musste, was auch richtig war. Und ich dann gesagt habe, also ich höre jetzt mal auf. Da hat aber dann die Liga gesagt, nee, wir wollen aber nicht, dass du hier ganz aus von der Bildfläche bei uns verschwindest. Und hat mich dann gebeten, für das Amt des Ligachefs zu kandidieren. Ja. Und so bin ich dann 1994 Ligachef der Handball-Bundesliga geworden. Ja. Das war 1994. Diese Trennung, das war ja damals, meine ich, in der Presse nicht so ganz klar. Ich meine, dass ich mich daran erinnern kann, dass man schrieb, dass es irgendwie Unstimmigkeiten mit Uwe gab. Dass das auch mit ein Grund war, dass du bei THW aufgehört hast? Oder ja, das ist schon richtig. Ich habe ja, nachdem das beim DHB nicht funktionierte, dem THW weiter wieder meine Mitarbeit angeboten und Uwe Schwenker war damals der Auffassung, er wolle das alleine machen und ich habe dann gesagt, okay, ist in Ordnung, wenn er das möchte, er ist Geschäftsführer, soll er das machen. Es war dann die Frage, ob ich in den Beirat eintrete und habe gesagt, nee, wenn ein Geschäftsführer da ist, der mich nicht mehr braucht, dann brauche ich auch nicht in diesen Beirat zu gehen und habe dann eben auch gesagt, ich mache das Schloss. Gut, das war 94. Dann kamen aber andere Aufgaben auf dich zu. 1994 erzähltest du eben schon mal ganz kurz. Welche waren das? Ja, ich bin dann eingestiegen hier als Ligachef der Handball-Bundesliga. Ich war zu dem Zeitpunkt
Ja, auch noch Vorsitzender im Landeshandballverband Ja. bis 96. Aber 94 bin ich eben dann als Ligachef angefangen. Wir haben uns ja dann verselbstständigt und uns getrennt vom Deutschen Handballbund als eigenständiges Gremium. Ja. Ich habe damals die Handball-Bundesliga-Vereinigung mit ein paar Leuten aus der Liga gegründet. Und unser Ziel war, dass wir eigenständig wurden, aus dem DHB heraus. Das war damals sehr schwierig, nicht einfach. Aber wir haben das geschafft, weil die ganze Liga dahinter stand und gesagt hat, wir wollen das. Und sonst hätte das auch, glaube ich, zu erheblichen Spannungen zwischen dem DHB und seinen Ja. Bundesliga-Vereinen geführt. Und wir haben dann diese Liga-Vereinigung gegründet, die ja heute auch sehr selbstständig operiert. Ja. Das ist aber schon, haben wir denn schon eben angefangen 1994. Und ja, das habe ich 10 Jahre gemacht. In dieser Phase gab es eben auch der ganz entscheidende Fernsehverhandlungen, Fernsehverträge. Ja. Damals hatten wir ja noch die Öffentlich-Rechtlichen, wo wir auch Sendezeiten bekamen. Und in diesen 10 Jahren haben wir uns dann doch, glaube ich, auch sehr behauptet, auch am Markt behauptet und uns eben als selbstständige Bundesliga präsentiert Ja. und unsere Entscheidung für die Liga ohne den DHB getroffen. Ja, das waren ja aufregende Zeiten, ne? Das kann man sagen, ja. Ja. Ja, und Na gut, Heinz, du hast natürlich eine ganze Menge uns erzählt hier mit vielen schönen Sachen, vielen Erlebnissen und auch Ergebnissen. Und da gibt es in der Bundesrepublik ja auch dann irgendwelche Ehrungen. Und welche hat man dir zukommen lassen? ach, also ich glaube, die will ich auch nicht alle Nicht aufzählen. alle, Also ne. ich Für könnte dich die vielleicht mal zwei, drei sagen. wichtigsten. Ich habe, als wir Weltmeister wurden, den Ehrenring des Deutschen Handballbundes mit Brillanten bekommen. Und ich habe dann auch eine Reihe von Auszeichnungen im Handballverband, im Handballverband Schleswig-Holstein bekommen. Ich bin Ehrenpräsident des Landeshandballverbandes. Aber ich glaube, die höchsten Auszeichnungen, ich habe erst einmal das Bundesverdienstkreuz hier bekommen und dann hinterher noch ein weiteres, das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, was sicherlich sehr selten an Privatpersonen vergeben wird. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, muss ich sagen. Das glaube Das sind so die Auszeichnungen, die ich bekommen habe. Ja. Die erfüllen einen sicherlich auch ein bisschen mit Freude, Ja, aber ich habe verständlich. deswegen diese Arbeit nicht gemacht, sondern sie hat mir einfach viel Spaß gemacht Ja. und ich wollte immer etwas bewegen. Und ich glaube, das ist mir auf vielen Feldern auch gelungen. Ja. Und ich habe heute noch einen sehr, sehr großen Bekanntenkreis Ja. aus der Handballszene weltweit. Ja. Wenn wir uns treffen, gibt das immer ein freudiges Wiedersehen. Schön. Und insofern ist das sehr schön. Ja, das waren jetzt bewegte Zeiten. Heinz, heutzutage kann ich mir vorstellen, da kann man nicht so auf einmal sagen, platt, ich mache nur gar nichts mehr. Du hast sicherlich noch das ein oder andere Amt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, also ich bin Vizepräsident des Landessportverbandes Ja. Schleswig-Holstein. Das mache ich jetzt mittlerweile seit 18 Jahren. Ja. Und das ist eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht. Ich bin dort verantwortlich und Ansprechpartner aller Landesfachverbände hier in Schleswig-Holstein. Das sind über 50, ab Fußball, Tennis, Ja. Leichtathletik, Turnen, Schwimmen und, und. Und bin Ansprechpartner dieser Verbände bei uns im LSV-Präsidium. Und wir haben, denke ich, doch ganz wichtige Aufgaben. Wir bekommen die öffentlichen Mittel von der Landesregierung, die wir dann an die Verbände zum großen Teil und an die Kreissportverbände und an die Landesfachverbände verteilen. Da gibt es viel zu tun. Und das ist noch eine Aufgabe, die mir viel Spaß macht. Ich habe lange Jahre mit Hans Hansen zusammengearbeitet im Präsidium und danach mit Eckhard Wienholz. War auch eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen. Und jetzt haben wir einen Nachfolger mit dem Hans-Jakob Thiessen, der letztes Jahr eingestiegen ist. Mit dem verstehe ich mich also auch sehr gut. Und die Chemie im Präsidium hier stimmt. Und deswegen macht mir diese Arbeit auch noch Spaß. Und das ist aber auch das, was ich jetzt noch mache.
Andere sportliche Funktionärstätigkeiten habe ich nicht mehr, aber das reicht auch jetzt. Ja, das glaube ich gerne. Das glaube ich. Du hast auch genug gemacht. Ja, das ist zweifelsohne. Ich bin ja, in der Handballszene erst Ende 2004 ausgestiegen. Ja. Ich habe noch ein halbes Jahr den HSV Hamburg vor dem ausgerettet, denn als ich beim THW aufhörte und auch als Ligachef aufhörte, wollte der HSV Hamburg mich unbedingt gerne verpflichten, ja, weil es dort Riesenprobleme gab. Und das habe ich noch ein halbes Jahr gemacht. Und dann waren aber dort offensichtlich solche Turbulenzen, weil die Gelder alle weg waren. Da hatten wir einen Geschäftsführer, der also offensichtlich nicht so, ich will das mal ein bisschen moderat ausdrücken, ganz gut mit Geld umgehen konnte. Und dann kam im Dezember 2004 Andreas Rudolf. Ja. Und hat gesagt, ja, ich würde gerne was machen, aber ich brauche ein Amt. Und habe ich sofort gesagt, Sie bekommen sofort mein Amt. Ich war gerade für 4 Jahre als Präsident des HSV Handball gewählt worden. Ja. Gesagt, sofort. Ja. Und habe ihm dann das übergeben. Ja. Und dann ist es Ende 2004 für mich deutlich ruhiger geworden. Ja. Dann hatte ich noch meine Aufgaben im Landessportverband. Ja. Und die haben und die reichen mir. Gut, du sollst auch bleiben. Ja. Machst du irgendwelche Sportarten oder Sportarten? Gibt's ein Hobby, sagen wir es mal so? Na, also ich gehe schwimmen. Ja, das mache ich. Ich gehe 3-mal die Woche schwimmen. Ja. Zurzeit wieder zwischendurch. Habe ich das mal ein bisschen vernachlässigen müssen, aber das mache ich mit meiner Frau zusammen. Das ist schön. Und das, glaube ich, ist auch ganz gut. Und wir gehen auch gerne mal so eine Stunde oder eineinhalb Stunde spazieren an der Förde und so. Ja. Aber so ein bisschen Bewegung braucht man natürlich. Und das Schwimmen tut uns eigentlich sehr gut. Ja. Das machen wir. Ja. Und ansonsten, ja, privat, wir reisen gerne, gehen gerne auch mal in die Pfanne, in die Berge. Ja. Solche Dinge, die machen wir dann. Da ist jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, da war früher wenig Zeit. Klar. Muss ein bisschen was nachholen. Ne? Ja, genau. Heinz, meine letzte Frage an dich, war ein tolles Gespräch, das du mal zwischendurch. Gibt es ein ganz besonderes Ereignis in deinem Leben, wo du sagst, das war eigentlich das Größte oder das Schönste, was ich erlebt habe? Das also, ist immer ein bisschen schwierig, ich weiß es, das aber... Das ist ganz schwierig. Also ja, das glaube ich gerne. Ich würde einfach so 4 ganz kurz sagen. Das prägendste Erlebnis war die Geburt unseres ersten Sohnes. Das muss ich also sagen, wir haben 3 Söhne. Ja. Das war für mich damals als junger Familienvater, ich war 23, war das prägendste Erlebnis. Und danach kommen eben aus sportlicher Sicht natürlich die ersten Olympischen Spiele in Montreal. Das war sehr beeindruckend. Und dann eben die Weltmeisterschaft 78 und die erste deutsche Meisterschaft nach 30 Jahren wieder mit dem THW. Ja. Das sind so die Highlights, sowohl im sportlichen wie im privaten Bereich. Okay, das waren ja außergewöhnliche Dinge. Ne? Ja, das glaube ich, kann man sagen. Ja, das kann man sagen. Heinz, ich wünsche dir für die weitere Zukunft, du siehst ja immer noch blendend aus, weiter alles Gute, Gesundheit. Und du bist immer viel in der frischen Luft. Ich habe dich auch schon mal Hecke schneiden sehen, das gehört ja alles dazu. Ja, 50 Meter Hecke haben wir. Ja, das ist eine ganze Menge. Ja, ne? Ja, okay, wie gesagt, alles Gute für dich, für die Zukunft. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Ja, alles ich Gute. Danke auch. Gerne. Dankeschön. Herzlichen Gruß zu Hause. Ja, und danke schön. Man sieht sich. Das denke ich schon. Ja, doch mal. Das glaube ich schon. So, meine Damen und Herren, das war mal wieder auf dem gelben Sofa heute mit Heinz Jakobsen. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Im nächsten Monat haben wir einen Herrn, der war mal ein Politiker im Landesbereich und war auch Unternehmer und ist jetzt zurzeit Professor für Medien in Berlin. Klaus-Dieter Müller, der eine oder andere, kennt Sie ganz bestimmt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei sind. Die Presse wird Sie informieren, wann das ist. Und bis dahin sage ich auch schönen Dank, dass Sie dabei waren. Alles Gute, tschüss. Yeah.